Jo, was geht, Leute? Mein Name ist Dr. Reflex und weiter geht es mit Kena, Bridge of Spirits. Wir haben in letzter Folge einen epischen Fight gewonnen, und zwar den hier vorne. Um das alles hier zu befreien von einer riesigen Ranke. Es kamen unglaublich viele Gegner. Fliegeviecher. Wenn ihr das nicht gesehen habt, checkt unbedingt mal das letzte Video aus. Da haben wir das noch am Ende reingehauen und dementsprechend die Folge ein bisschen verlängert. So, aber jetzt geht's hier erstmal weiter. Wir haben nämlich noch nicht die Mission erledigt. Und zwar brauchen wir noch den Fischerschrein und noch den Waldschrein. Da haben wir in der letzten Folge, haben wir da auch ein bisschen dran gehangen. Da ging es irgendwie nicht weiter. Aber dann haben wir den Weg hier gefunden. Und ja, was soll ich sagen, ne? Hat funktioniert, ne? Ach, ich habe Oma noch eine Kiste vergessen. Wir müssen nochmal hoch. Für lecker Juwelen. Warte, machen wir nochmal so. Der ist nämlich neben Rusu. Das muss auf jeden Fall noch gemacht werden. Loot ist immer gut. Und das reimt sich bestimmt nicht umsonst. So, weiter geht's. Mr. Rusu chillt hier oben. Genießt die Aussicht. Und wir steppen jetzt erstmal runter. Braucht man dafür eigentlich so einen Aufzug? Ja, ne, ich glaube schon. Ich glaube, wenn ich von hier springe, bin ich tot. Superman, Superheldenlandung. Okay, jetzt die Frage, wie geht's weiter? Also, hier müssen wir auf jeden Fall noch was erledigen. Hier müssen wir irgendwie hochkommen. Hier kommen wir nicht hoch, warte mal. Okay. Ja, alles klar. Okay, da ging es nicht weiter. Warte mal, was ist denn hier noch? Hier war ich ja noch gar nicht. Hier, Rod, mach mal. Doch, das hatten wir doch. Aber das bringt auch nur Leben, soweit ich weiß. Okay, vielleicht können wir ins Haus reinfahren. Das wäre vielleicht noch episch. Hier kann ich nichts tun. Ich konnte auch nichts irgendwo runterschießen. Frag mich, wo das ist. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Hüte aufstocken. Wir haben in der letzten Folge noch viele Hüte bekommen. So, wenn ich jetzt dich hier anschieße, ja? Geht's dann? Nee, dann geht's hoch. Jetzt? Nein, jetzt kommst du runter. Alles klar. Okay, das kriegen wir noch nicht hin irgendwie. Kischt. Da ist der Kischt. Mein Kischt. Meine Juwelen. Boah, ey, wir haben gleich 3000. Unglaublich. Dass wir auch jetzt hier nicht rein können, verstehe ich auch noch gerade nicht. Vielleicht schaltet sich das erst später frei. So, aber dann kommen wir wieder zum allbekannten Problem. Kannst auch altbekannt dazu sagen, das ist nicht schlimm, weil es ist auch relativ alt. Eins, ja. Zwei, ja. Drei, ja. Vier, ja. Viecher spawnen. Was mache ich mit den Viechern? Die Viecher schießt du normalerweise ab, ja. Heißt so und so. Aber was jetzt? Wir brauchen hier eigentlich eine Pflanze oder irgendwas anderes. Ja, die beiden Dinger sind echt noch komisch. Was ist, wenn ich jetzt erstmal hier langlaufe? Wenn ich doch hier hinkomme, kam ich auch da drauf. Wenn ich da drauf kam... Knobel, Knobel. Das können wir auch mal befreien hier vorne. Okay, da kommen wir noch nicht weiter. Und hier geht's wieder zum anderen Problem. Wir haben zwei Probleme und ich habe noch keine Ahnung. Oder bei einem noch absolut keine Ahnung, was ich tun soll.
Bei dem anderen weiß ich, okay, wir müssen die Dinger abschießen. Klingt auch irgendwo logisch, aber wie es weitergeht, ja, das steht auch noch so ein bisschen in Kenas Sternen. Ist hier irgendwas drin? Ne, hier kommen wir auch nicht rein. Ja. Warte, wir haben hier eine Pflanze, ja? Pflanzen. Oh no. Pflanzen zerstören diese Dinger. So. Das heißt, können wir dieses Ding hier rüber lotsen? Nee. Wir können mit dem Ding nur nach hier. Ja, wir können mit den Dingern nur nach hier. Was ist mit denen? Die werden immer angezeigt. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Und wir müssen ja prinzipiell, müssen wir ja hier noch irgendwas zerstören. Dafür müssen wir auch erstmal da hochkommen. Dann ist die Frage, wie wir da hochkommen. Versuchen wir erstmal hier hochzukommen. Weil hier ist auch noch ein Hutwagen, den ich auf jeden Fall haben will. Also muss es hier irgendwie eine Möglichkeit geben. Ich meine, wir haben den großen Baum ja jetzt schon befreit. Bringt der hier irgendwas? Hier geht es rüber. Aber dazu muss ich das Ding aktivieren. Der Weg ist auch nicht so ganz rechtens. Ich kann nicht hier durch, oder? Einfach hier durchlatschen, durch den ganzen Fels. Nee, also hier auf jeden Fall nicht. Hier geht es auch nicht. Jetzt sehe ich nichts mehr. Schwierig. Ich frage mich jetzt nur, ob ich so blöd bin oder ob das einfach ein relativ schweres Rätsel ist. Es kann auch gut sein, dass ich einfach blöd bin. Kommt des Öfteren mal gerne vor, du. Hier geht's hoch, ja? Hier geht's schon mal hoch. Aha. Oh Gott. Hau rein. Alter. Okay, Fliegeviecher. Alter. Erstmal Fliegeviecher. Dann Werfviecher. Dann Megatron. Oh, mal kein Megatron. Ja, du weißt schon ganz genau, wie das läuft hier. So ähnlich wie der Waldritter, ne? Da muss man auch immer auf bestimmte Punkte schießen, damit er mehr Damage macht. Komm, dich hol ich so. Bam. Kein Problem. Aber jetzt kommen wir hier wenigstens schon mal hoch. Aua. Wir dürfen jetzt nicht krepieren. Nein. Boah. Ja, dich haben wir. Oh no, ey. Okay, ich bleib erstmal hier hinten. Guck mir den Spentakel hier an. Wow. Was? Wie konnte ich das überleben? Boah, das war so knapp, ne? Glück gehabt! Was war das? Boah! Ich krieg Herzrasen hier.
Auf den Kopf. Auf den Kopf. Auf den Kopf. Okay. Und er hier oben schießt feucht fröhlich mit seinen Kugeln rum. Das war's. Yes! Das vorletzte Teil haben wir, Leute. Und Loot, Loot. Das haben wir. Okay, da muss man halt einfach außen rumlaufen. Gut. Yes! Und wieder schön gemacht. Ich bin der Schönmacher. Gut, fehlt uns nur noch eins. Let's go. Reden. Brauchen wir nicht. Juwelen, Juwelen, Juwelen. So. Du warst nur das hier. Ja, komm. Das Teil haben wir auch. Das heißt, das letzte muss jetzt funktionieren. Gibt's hier denn noch irgendwas, was ich übersehen haben könnte? Guck mal, alle Sachen, ja, haben wir jetzt, oder ich glaube, eins haben wir nicht. Alle Sachen haben wir jetzt ohne diesen Rottschwarm hinbekommen, ja? So, das heißt, ich gehe davon aus, dass es hier genauso ist. Okay, das ist gelootet worden. Aber bei Kena ist es irgendwie so, dass man auch manchmal mit anderen Perspektiven gucken muss. Dann ist natürlich die Frage, die sich aufwirft, was tun hier? Ich kann noch mal gerne die Dinge anschießen. Eins, zwei, drei, vier. Was tut ihr hier? So, und jetzt? Was kann ich hier mit dir machen? Was ist, wenn ich da dich anschieße? Und dann dich? Dann dich? Und dann dich? Vielleicht ist das eine Reihenfolge? Okay, ich habe jetzt, glaube ich, viermal gekillt oder so. Hiermit muss ich doch irgendwas auf sich haben. Ich muss das ja irgendwie hier zerstören können. Aua. Okay. Was ist, wenn ich hier erst Licht mache, sodass die Kerzen leuchten, dann die Dinger abschieße? Na komm jetzt. Okay. Aber hier machen wir auf jeden Fall was. Guck mal. Wir machen hier die Kerzen an. Dich können wir nicht anschießen. Haben wir sonst noch irgendwelche Steine hier? Was mit dir? Das bringt nichts. Es kommen unendlich viele. Die drei Dinger musst du anschießen. Oder die vier Dinger musst du dafür anschießen. Die spawnen auch nichts, dass man jetzt sagen kann, irgendwie, ja,
kill die so oft, bis irgendwas gespawnt ist. Das gibt's ja nicht, sowas ist ja Quatsch. Das ist, bringt's auch nicht. Diese Insel hier. Es geht um das Ding, was jetzt links neben mir ist. Ja, darum geht es. Vielleicht so. Ich kann auch den nicht anschießen, dass der sich irgendwie aktiviert oder so. Aber dass hier einfach so ein Juwel raushängt, das macht mich schon ein bisschen stutzig. Warte mal. Hier auch. Aber es hat safe nichts damit zu tun. Dieses Ding hier, ne? Will mich einfach flachsen. Ich komme ja auch nicht drauf, dass ich sagen kann, okay, ich kann vielleicht von hier aus irgendwas tun. Die Dinger müssen ja angeschossen werden, aber... Wie denn, Mann? Habt ihr irgendwas Besonderes an sich? Vielleicht darf ich nur einen anschießen oder so? Hm. Was hat's hiermit auf sich, verflucht? Kann doch nicht einfach zur Deko hier sein. Aber anscheinend schon. Warte mal, was hat der denn hier für eine Struktur? Er hat einmal rechts. Dann hat er den hier gerade und hier ein bisschen runter. Der geht nur drum. Der geht nur drum. Der geht nur drum. Okay, also das sind die gleichen. Aber hier habe ich auch wieder einen. Hoppala. Da habe ich mich gerade verschluckt. Vor lauter Laberei. Es kann manchmal so einfach sein. Vielleicht ist es auch nur die drei Dinger abschießen und dann mit dem Rott direkt auf die Pflanze gehen. Aber das hätte ich doch gesehen. Was bringt mir das hier? So, die Dinge sind jetzt aktiviert. Alter. What the fuck? Ich wette, wenn ich weiß, denke ich mir so, weil es ja immer so. Verstehe ich nicht. So, jetzt habe ich die Viecher hier. Vielleicht lasse ich die hier drauf schießen. Weglocken. Verschwinden sie auch. Ja, willst du mich verarschen? Sag doch mal ran hier. Muss nicht unbedingt ran sagen, kannst auch ansagen, aber...
Komm mal ran. Was haben wir hier noch? Oh, eine Erinnerung. Maske verwenden. Rein da. Alles klar. Okay. Hier haben wir das jetzt gesehen. Hier waren wir noch nicht, weißt du? Alles abgelaufen, bis auf das. Alles angeschossen, bis auf... Ja, bis auf darauf hin, dass ich da hingehen sollte. So, jetzt... versuchen wir den ganzen Hokuspokus nochmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Jetzt? Verdammt! Okay. Warte mal, es waren jetzt... Es war wieder so eine Maske, ne? Ja, es ist einfach. Manchmal ist es irgendwie einfach. Jetzt will ich aber nicht alle Versionen nochmal ausprobieren. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas? Nee, hier gibt's nichts. Also doch nicht. Das war einfach nur eine Maske. Boah, wie viele schon abgelaufen sind. Was ist das hier? Geisterpostlieferung. Also jetzt gehen wir nochmal konkret auf den Hinweis. Der Hinweis zeigt uns hier benutzte Fischerkörbe. Ja? So. Daraufhin flog eine Erinnerung hierhin. Ja? Hier haben wir noch mehr von diesen Körben. Noch mehr von diesen Körben. Hier haben wir ein Floß, ja? Kann ich die ganzen Dinger hier aktivieren? Nee. Hier haben wir noch was im Baum hängen, ja? Aber das ist uninteressant. Ist hier vielleicht was im Wasser? Hier kannst du auch nicht hin. Also da irgendwie draufstellen, irgendwas reinlegen. Auch nicht. Hier kommen wir wieder drauf, weißt du? Was? Was ist das hier eigentlich? Das ist einfach nur ein... Das ist wahrscheinlich, wenn du irgendwie in der Wand hängst oder so. Kann ich hier irgendwie weiter? Ne, hier muss ich hoch. Hier muss ich hoch, das geht auch nicht. Natürlich könnte ich mir die Lösung jetzt einfach angucken und reinziehen, aber das ist dann auch irgendwo wieder blöd, finde ich. Also wenn, dann... Ich will jetzt auch hier keine ganze Folge drin verbringen, dann würde ich schon nachgucken, aber... Jetzt noch nicht.
Ja, was machen Sachen? Ich schieß die Dinger ab, ja? Ich denke jetzt mal wie ein kleines Kind. Abschießen. Feinde kommen. Ja, natürlich schieße ich die Feinde ab. So. Warte. Vielleicht. Dass ich auch hier in das Haus nicht reinkomme. Ja, du, ich weiß. Die kannst wahrscheinlich später abschießen. Wir bräuchten ein Pflänzchen. Womit wir, heb das mal auf. Womit wir das zerstören können, ja? Hier ist wieder diese übercoole Brücke. Die hatten wir noch nicht, oder? Doch, die hatten wir schon. Die hatten wir auch schon. Wie? Erklär's mir. Wie? Ich will jetzt alle Kombinationen ausprobieren, die es überhaupt hier gibt, ja? Und Sachen, die es hier nicht gibt. Das hier ist nix, ja? Das ist eine Sackgasse. Oder komme ich hier irgendwo lang? Nein, hier ist eine Sackgasse. Wenn mich die Erinnerung doch nach hier treibt, dann will die entweder, dass ich das hier zerstöre oder hier hingehe, was aber nicht funktioniert. Oder sie will, dass ich hier hingehe. Aber was hier machen? Hier gibt's nix. Hier gibt es nix. Und dass diese Klumpen hier hängen. Hier haben wir auch wieder so einen Krug. Aber es leuchtet nur das. Ich habe jetzt ein Video geguckt, aber noch nicht zu Ende. Und mir ist aufgefallen, dass hier eine 1 steht. Eine 2, eine 3 und eine 4. Ich habe wirklich nicht geguckt. Ich bin kurz davor gewesen, aber ich habe es noch vor dem Typen im Video habe ich es noch erkannt. Also anscheinend, Leute. Lass mich das jetzt mal probieren. 1, ja? Dazu kommt hier die 2. Dann kommt hier die 3. Und hier die 4. Meine Güte. Das war's. Krass. Okay. Ich brauchte einfach nur noch einen Denkanstoß. Weil er hat sich auch gefragt, so, hä? Passiert nichts. Er hat erstmal ewig gebraucht, um alle 4 zu finden. Das fand ich lustig. Aber dann hat er die Kerzen angesprochen und gesagt, diese Kerzen da. Und dann dachte ich mir so, warte mal, 1, 2, 3, 4. Optimal. Geil, Leute. Haben wir. Naja, gut. Sagen wir so, zu 50% haben wir das alleine geschafft. Den Denkanstoß, das ist meistens immer was... Ja, das ist immer viel, ne? So ein Denkanstoß ist viel. Da kann man dann plötzlich einiges machen. So. Ja, okay, was? This leads to the Lantern Cave. Ich brauche Power. Reicht die Power hier? Nee, glaube ich nicht. Wir haben auch noch eine Tarotkarte nicht. Aber wir haben... Boah. Hier nochmal 13... Hüte.
Boah, krass. Geisterpost. Wir haben gar nichts gefunden. Wir brauchen irgendwas, was Bums macht. Kann mir das Ding vielleicht weiterhelfen? Was bist du? Nochmal aufsetzen. Ist das jetzt einfach nur hier die Stelle oder führt das auch irgendwo hin, dass man damit nicht laufen kann, ist auch ein bisschen blöd. Nee, das bringt nichts. Setzen wir jetzt nochmal hier die Maske auf. Versuchen wir nochmal hier hoch zu gehen. Vielleicht können wir von hier aus irgendwie da hinten drüber springen oder sowas. Irgendwas Abstruses machen. Wo ging es nochmal lang? Ah, hier. Genau. Nochmal rum. Verarschen. Nochmal hoch, hoch. Nochmal richtig rum. Jetzt fallen lassen, genau. Dass das auch. Oh, was tust du? Vielleicht von da aus mit der Maske drauf gucken. Das ist so das Stärkste, was wir, glaube ich, haben. Aber nur mit der Maske drauf gucken, ob das ist. Und was ist hinten, wo wir nicht hochkommen die ganze Zeit? Weil das Ding gibt es hier nicht umsonst. Hier musst du bestimmt drauf gucken. War ich hier schon? Ich glaube nicht. Nee, war noch nicht. Hier gibt es nämlich ein Säckchen. Geisterpost. Nice. Liefere diese Geisterpost an das Dorf. Ja, machen wir später. Powerful. Irgendwas Cooles brauche ich jetzt. Ja. Das is ist es auch nicht. Also hier gab es halt nur das Collectible. Oh Mann. Wo könnten wir? Hier müsste ich nochmal hin. Aber da kommen wir nicht dran. Kann ich hier nicht noch irgendwas machen? Irgendwie Lichtle oder anschießen? Nee, hier ist alles erledigt. Ja, aber Bro. Ist hier das frei? Nee. Jetzt erzähl doch mal. Warum bist du so schwer? Meine Mission ist Tarus Liebe. Öffne den Wächterbaum und beseitige die Verderbnis. Vielleicht drangehen einfach. Damit habe ich es noch nicht probiert. Einfach mal drangehen und drücken. Hier, das können wir auch mal machen. Autsch, nein, das geht nicht. Das geht nicht. Hier waren wir aber auch noch nicht. Was gibt's hier? Wieder Juwelen. Im Wächterbaum. Vielleicht gibt's. Warte, ist da. Öffne den Wächterbaum. Aber du bist doch der Wächterbaum, oder? Nee, das ist Taros Liebe. Taro hieß ja nicht Rusu? Ah, nee, Taro ist das hier, ne? Ja, Taro ist das. Okay, das sieht, glaube ich, richtig aus.
Die Map ist so groß. Ich weiß nicht mal wohin. Hier waren wir noch nicht. Oder? Ist das Tor hier raus? Ja doch, hier waren wir. Aber warum spawnst du hier und warum leuchtest du nicht? Das bringt's nicht, das bringt's nicht. Was ist hiermit? Hier waren wir auch schon. Und dass wir dafür immer mal wieder Juwelen kriegen, verstehe ich auch nicht. Es gibt so vieles, was ich hier nicht verstehe. So vieles. Kann ich dich zum Beispiel abschießen? Nein. Ja, dafür gab es ein paar Juwelchen. Aber sonst nichts. Kann ich dich hier... Nö, bringt auch nichts. So, bist du der Wächterbaum? Oder führst du mich zum Wächterbaum? Hatte ich das schon? Habt ihr die nicht aufgehoben? Fällt euch ein. Wo bin ich jetzt hier? Ja, jetzt müsste ich ja hier reinkommen, ne? Ich habe ja alles. Ja. Spross-Captain. Alter. Ja, genau. Was ist denn falsch mit dir? Kauft ihr irgendwen anders? Du Arsch. Kannst gar nichts. Match fertig. Wo läufst du hin, ne? Schieß dich einfach so lange mit meinen Pfeilen ab, bis du nicht mehr kannst. Verdammt. Alter, no way. Was fällt dir ein? Okay, mir wehrt alles ab. Was ist, wenn ich jetzt bei dir einfach in die Höhle gehe? Autsch. Okay, interessiert ihn nicht. Uff, was ein Gegner. Let's go. Nein. Die Arme. Wir müssen auf die Arme. Nein. Nein. Yes, endlich. Nein. Wow. Verdammt, ich drücke immer die falsche Taste. Okay. Oh. Das ist so... Alter. Ja, das hast du jetzt selbst zuzuschreiben. Ja, kommst nicht ran, ne? Ja, ja, kannst du... Kannst du maulen, wie du willst. Du Baum. So,
Soll ich dich jetzt erledigen? Komm. Hier. So. Fertig. War ja ein einfacher Boss. Also mal ein einfacher Boss. Das ist man hier bei Kenan nicht gewohnt. We leave offerings at the Guardian Tree, asking it to protect the ones we love. Taro left this for the children. He must have been so scared when he lost them. Many of the offerings here were placed by the first village leaders. Skilled hunters who use spirit energy to create powerful weapons. I'm sure the Guardian Tree won't mind if we use them to help Taro. Oh yeah, Taros Liebe, Trophäe erhalten und Speiseopfer. Entdecktes Relikt. Sehr nett. Und wir können eine neue Waffe nehmen. Wow, ich habe Rot bekommen. Und meine Maske ist freigeschaltet. Warte mal. Ne, wir brauchen noch ein Relikt. Eine Erinnerung noch. Okay, machen wir mal ein paar Upgrades. Stärke von Kenas Schild auf jeden Fall. Kena kann 5 Pfeile abfeuern, bevor der Geisterbogen wieder aufladen muss. Nehme ich mit. Einen schnellen Rundumschlag nehme ich mit. Während du sprintest. Oh ja, der sieht auch lecker aus. Den nehmen wir mal als nächstes. Was haben wir hier? Ein Rottpfeil. Oha. Das will ich. Kostet nur 200 Brezeln. Und hier gibt's noch was und hier gibt's noch was. Und hier weiß ich nicht, was das ist. Okay. Fahrt zur Laternenhöhle. Oder Taros Reue. Können wir hier noch irgendwas looten? Nee. Aber Leute, wir machen hier jetzt erstmal Schluss. Ich setze mich jetzt hier hin mit meinen kleinen Minions. So. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch wenn es eine lange Sucherei war, aber letztendlich haben wir es zu 90% alles selber geschafft. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin jetzt erstmal raus. Haut rein, Leute. Macht's gut. Bis dann. Und ciao, ciao.